Meine Damen und Herren, guten Abend. Unsere Themen heute. Zu simpel für Russland, warum die Schweizer Lovebugs laut der russischen Star-Produzentin am Song Contest keine Chance haben. Ach, früher war in Europa noch alles klar. Es gab den Ostblock und den Westen, die waren militärisch platt. In der Unterhaltung aber, da dominierte der Westen. 1966 siegte Udo Jürgens am Concours Eurovision de la Chanson, 1964 holten ABBA den Titel und Céline Dion sang 1988 die Schweiz ins Glück. Doch dann, 1989, zerbrach der Ostblock und schon bald darauf zogen die Sowjettruppen aus Europa ab, heim nach Russland. Was damals niemand ahnte, dass schon bald östliche Mächte zurückkehren sollten. Diesmal war ihre Waffe die Musik. Wir reiten dir die Bahn, ja. Immer erfolgreicher war der Sound, der aus dem Osten kam. Und seit ein paar Jahren dominieren die Ostländer gar den European Song Contest. Im Vorjahr siegte ja der russische Kandidat. Was tun? Nachdem nicht mal Weltstar DJ Bobo im Osten für die Schweiz punkten konnte, wuchsen die Zweifel hierzulande. Ist diese Ostphalanx überhaupt noch zu brechen? Ab morgen im Halbfinal versucht es unser Land mit der Basler Poprockband Lovebugs. Haben die eine Chance? Die russische Expertin sagt im Bericht von Christoph Franzen erbarmungslos, niet. Noch stehen sie im Rampenlicht. Dreimal haben die Basler Poprocker Lovebugs im Moskauer Olympiastadion geprobt und sie schon eine kleine Fangemeinde geschaffen. Wisst ihr, dass alle Mitarbeiterinnen hier in euch verknallt sind? Da heißt es locker bleiben. Ja, es ist sehr positiv. Also die Leute haben Freude, dass es auch eine richtige Band heute, eine, die ein bisschen Rock'n'Roll mitbringt. Das freut uns sehr. Morgen Dienstag wird ein Millionenpublikum den Song der Lovebugs beurteilen. Und dennoch wollen die Musiker so auftreten wie bei einem normalen Konzert in der Schweiz. Ohne spezielle Eurovision-Version ihres Songs. Das sei ein Fehler, sagt die bekannte russische Musikproduzentin Jana Rutkowskaja. Ich denke, die Schweiz hat auch dieses Jahr keine großen Chancen. Seit Jahren schickt die Schweiz Gruppen, denen es an Kreativität mangelt. Jana Rutkowskaja hier mit der russischen Fahne weiß, wie der Eurovision zu gewinnen ist. Sie ist Produzentin von Dima Bilan, dem letztjährigen Sieger. Ihr Erfolgsrezept? Ein Song extra für den Eurovision und Showelemente wie die des Eislauf-Champions Jewgeni Pluschenko. Der Eurovision ist ein Liedwettbewerb mit viel Show. Es braucht einen Hit, aber ohne Show geht's nicht. Show-Effekte, wieso habt ihr die nicht? Weil ich persönlich da überhaupt nicht drauf stand. Weil ich finde, Musik muss für sich selber sprechen, Musik muss authentisch sein. Ich finde Musik immer dann besser, wenn sie kein Theater ist, sondern einfach ja, eben authentisch. Aber Eurovision ist doch irgendwo ein Theater. Du kannst Eurovision so schauen, wie du es willst. Für mich war Eurovision immer ein Liederwettbewerb. Und wir haben einen coolen Song und darum sind wir hier hingegangen. Und hoffen natürlich, dass es ein bisschen reicht, dass es ein guter Song ist. Wer vorne sein will, muss vor allem in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion überzeugen können. Denn diese verteilen sich gegenseitig Punkte. Das war auch letztes Jahr bei Dima Bilan so. Goes to Russia! Westliche Länder haben darauf reagiert. Für Frankreich zum Beispiel tritt Patricia Kaas an. Sie ist in Russland seit Jahren ein Megastar. Und Norwegen, der große Favorit der Buchmacher, schickt Alexander Rybak ins Rennen. Ein Musikant aus Weißrussland, der mit slawischen Klängen zu überzeugen versucht. Rybak gefällt dem osteuropäischen Publikum. Hier wird er viele Stimmen erhalten. Die Schweizer sollten vielleicht auch mal einen solchen Musiker schicken oder dann einen absoluten Star wie Patricia Kaas. Das Wichtigste ist, etwas bieten, was kein anderes Land hat. Die Lovebugs machen sich da weniger Gedanken. Moskau oder Basel biert, das ist für die Rocker einerlei. Das Wichtigste ist, dass du dich selber bist und dass du dich da wohlfühlst und dass du dich so repräsentierst. Weil wenn es noch einen Nullpunkt gibt, kann ich sagen, hey Mann, du hast das Beste gemacht, was du kannst. Du bist da gestanden als deine Band, die du seit Jahren liebst. Und dann, wenn es die Leute nicht gerne haben, so what? Also wir haben das Beste gemacht.
Viel Glück trotzdem, Schweizeri. Wollen Sie wissen, ob die Lovebugs zumindest die erste Hürde nehmen? Das Schweizer Fernsehen zeigt morgen ab 20.40 Uhr auf SF2 den Halbfinale des European Song Contest. Gleich nach Meteo jetzt.